Hey, ihr lustigen Knusperschnecken. Ja, und willkommen zurück auf der Straße, denn auch heute gehen wir mal wieder Rennrad fahren. Ich glaube 150 mit Moi und Jan, die treffe ich jetzt hier gleich vorne an der Ostkrone. Eigentlich war mein Plan 200 zu fahren, mal zu gucken, ob das geht, denn ich habe mich bei Maurice Brocco 400 angemeldet. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und zwar ist das ein 24-Stunden-Rennen mit, ich glaube, 6 Checkpoints und dann insgesamt sind das dann 400 Kilometer. Das ist im Juni oder Juli, da habe ich mich, wie gesagt, für angemeldet und wollte heute eigentlich ein bisschen trainieren und, was heißt trainieren? Aber mal gucken, ob ich 200 Kilometer schaffe. Ja, ich habe gestern bei einem Umzug geholfen und dann habe ich beschlossen, nee, 200 wird nichts, also fahre ich mit den Jungs. Ostkrone raus, ja, wo es hingeht, weiß ich noch nicht, aber jetzt muss ich mich beeilen, denn ich bin wieder wie immer etwas spät. Ja, sehen wir uns gleich bei den Jungs wieder. Ich bin spät, es tut mir leid, ihr Knusperschnecken. Hallöchen. Hallo. Hallo. Hast du das Memo nicht bekommen? Das war heute schnell. Ich hätte auf Ero gesetzt und nicht auf HDR. Aber das muss ich jetzt haben, das ist jetzt cool. Echt? Ja? Scheiße. Das Internet sagt das. Ich bin der Einzige mit Tasche, ne? Oh, scheiße. Naja, können wir losfahren. Wie viel fahren wir? 150? 120? 122. Wo geht's lang? Essen wir Kuchen? Waldkater. Ja? Ja? Cool. Ja, Scherben? Waldkater, genau. Es geht also wieder zum Waldkater. Ich trinke auf jeden Fall wieder so einen komischen Cappuccino. So, es ist ganz schön windig, ich schreie mal ein bisschen. Wir fahren gerade um den BER herum. Ja, und wie wir eben schon gesagt haben, der Waldkater ist unser Ziel. Da waren wir auch bei der letzten Ausfahrt, da wo wir diesen ekligen Cappuccino getrunken haben. Ja, windig ist es hier auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen platt von dem Umzug. Gut, dass ich heute nicht 200 fahre. Naja, erstmal noch ein bisschen hinten im Windschatten rumbummeln. Voll gut? Sind wir noch in Rennen geplatzt heute? Sagen, ja, genau. Wann kommt denn ein schneller Bursche? Ja, ich sitze gerade die Schüler noch unterwegs. In welchen Abständen lasst ihr die starten? Alle Minute. Alle Minute. Ja. Alles gut? Alles wundervoll, danke. Ja, anscheinend sind wir gerade in ein Vereinszeitfahren geplatzt, hier vorne an der Kreuzung, wo Jürg stand. Ja, ich denke mal, wird uns noch der ein oder andere auf seinem Zeitfahrrad überholen. Das waren wohl gerade die Schüler. Das heißt, jetzt kommen die richtig schnellen Jungs hier lang geballert und die haben auf alle Fälle ganz schön Gegenwind. Ich sagte ja, wir sind im Zeitfahren gelandet und da war auch schon der erste schnelle Bursche, der uns überholt hat. Junge, Junge, ganz schön zügig im Gegenwind. So, kurze Pause. Oh, hoppala, hoppala, hoppala. So, kurze Pause. Wir sind gerade durch einen Ort gefahren, dessen Namen ich mir immer noch nicht merken kann, wo ich schon 100 Mal durchgefahren bin, wo Kopfsteinpflaster ist. Und wem fällt auf, dass der Lenker vielleicht nicht ganz locker ist? Ganz fest. Ganz fest. Genau, das heißt nicht ganz fest ist. Wie viele Schrauben sind jetzt nicht fest? Schrauben sind, das ist immer so eine Frage. Also fest sind hier alle, die stehen noch nicht auf Spannung. Man muss dazu sagen, dieser Junge hat in den letzten Wochen bestimmt 4 oder 5 Mal dieses ganze Ding da vorne abgeändert, mich damit in den Wahnsinn getrieben und jetzt schraubt das nicht mehr richtig fest. Und die haben mich jetzt schon das zweite Mal überholt. Das ist ziemlich peinlich. Ich habe das eine andere Gruppe, oder? Meinst du, die haben die andere Rentnergruppe überholt? Auch hier, ich mache keine Witze über Renten, auch das tut mir leid. Ich würde es weiß niemals machen. Hast du so ein Advisor für Political Correctness für deinen Podcast? Ja. Bitte demonetarisiert mich. Ich habe keinen Podcast, sorry. Nein. Ich habe gerade den falschen Trend im Kopf gehabt. Den falschen Trend. Apropos Podcast, folgt dem Podcast von Johanna Janke. Hier, Link da oder da. Und Besenwagen ist ja immer hinten drin. Ne? Ihr wisst Bescheid. So, wir
wir stehen schon wieder. Das ging schnell. Kurze Pipi-Pause für Jan. Wir haben jetzt irgendwie 42,5 Kilometer, zumindest ich, ab Ostkrone. Ich glaube, ab Kilometer 60 oder so ist dann der Waldkarte, wo wir gleich dann einen dieser besagten Cappuccinos trinken. Und wie immer habe ich jetzt schon ganz schön Hunger. Und beide Riegel habe ich auch schon aufgegessen. Wir haben wieder wegen dir gewartet, ne? Ja. Juhu! Also, was sind unsere Optionen hier jetzt genau? Man könnte warten. Hat keiner von euch diesen, wie heißt der Film mal, Stand by Me oder so? Wir fahren da drauf und dann müssen wir bis zu einer Brücke laufen und von der Brücke runterspringen. So, mein Jammern hat ein Ende. Wir sind im Waldkarte angekommen und sogar die Außengastronomie steht. Das heißt, wir können da wahrscheinlich sogar auf der Terrasse sitzen und was schnurpseln. Die haben eine unfassbar tolle Kuchenauswahl in dem kleinen Kühlschrank. Man muss ihn noch finden. Wenn ich ein Bier trinke, trinkst du auch ein Bier? Ah, komm schon, Jan. Ich habe gestern Abend... Einen Kinderteller, Max. Genau, kriegst den Kinderteller und ein kleines Bier und dann bist du nicht mehr so jammerig, oder? Ich bin nicht jammerig. Guck mal, es gibt auch alkoholfreies Bier. Wein je nach Angebot. Also, ich tippe mal auf Rot und Weiß. Also ich habe so ein halblustiges Gesicht. Was hast du? So, wir haben alle einen Kaffee getrunken. Ich habe 2 Stück Kuchen gegessen, weil ich der Dünnste von uns bin. Deswegen darf ich 2 essen. Und was machen wir? Wir schrauben wieder an seinem Vorbau rum. Ja, dreh dich ruhig um. Du bist... Schäm dich dafür. Was soll ich machen? Fest, bitte. Warum kannst du das jetzt nicht festziehen? Weil er Fahrmechaniker ist und ich offenkundig zu doof dafür bin. So, wir sind, wie man sieht, schon wieder beim BR angekommen. Zumindest ist hinter mir der BR und ein Auto, was wir gerade ein bisschen aufhalten. Sind also noch so knapp bummelig 20 Kilometer in die Stadt. Und da werde ich mir auf jeden Fall erstmal irgendwas bei einer Bäckerei holen, irgendwas zu snacken. Ich brauche was Süßes. Junge. So, wieder in Neukölln angekommen. Die Jungs sind schon alle nach Hause. Jan habe ich jetzt letzten verabschiedet. Jetzt bin ich noch auf der Suche, mir hier irgendwas Leckeres zu essen zu fangen. Und bin gerade an der Hasenheide vorbeigefahren und muss feststellen, dass der Radweg hier, der so umstritten war, wie man sieht, endlich fertig ist. Links Poller, kann kein Auto auf den Radweg drauf fahren. Das ist wirklich super clever gelöst. Ich wünschte, die würden das überall so machen, den Radweg wirklich konsequent, wie in Holland mit ein paar Pollern oder so einem Hubbel trennen. Dass Autofahrer erst gar nicht auf die Idee kommen, da zu parken oder ähnliches. Das ist wirklich eine ganz schöne Lösung. Naja, jetzt erstmal irgendwie was zu essen fangen. Ja, und dann war es das auch für heute. Der übliche Mist, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Link zu allen Sachen unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, lustigen Knusper schenken. Ciao!